Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Heute möchte ich euch dieses Fahrzeug vorstellen. Es handelt sich um ein HLF20, basierend auf einem in Stuttgart gebauten LKW. HLF, ich musste mir das anschauen, die Feuerwehrleute und den Zuschauern wissen das. Ein HLF ist ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Wow. Hat sich aus den Löschgruppenfahrzeugen weiterentwickelt, als die Feuerwehr erkannte, dass neben der Brandbekämpfung, die natürlich eine der Hauptaufgaben ist, sich das Aufgabengebiet der Feuerwehr immer weiter hin zu technischer Hilfeleistung verschiebt. Hilfeleistung, wie jemanden aus einem verunfallten Auto herausschneiden zu können. Deshalb hat ein solches HLF umfangreiches Material zur technischen Hilfeleistung an Bord. Dafür ist der Wassertank in diesem Fahrzeug kleiner als bei einem reinen Löschgruppenfahrzeug. Damit sind diese HLF die vielseitigsten Fahrzeuge der deutschen Feuerwehr. Aber schauen wir uns doch mal das Modell an sich an. Wir haben natürlich vorne erstmal eine Fahrerkabine. Die kommt man auch sehr leicht heran, denn hier unten ist der Deckel hier an vier Noppen befestigt, hier oben nicht, lässt sich also leicht abnehmen. Wir haben hier einen mittigen Sitzplatz, haben hier eine schön gestaltete Fahrzeugfront, hier mit Snot schön. Diese Plates gehen zur Seite, um diese spezielle Optik der Scheinwerfer zu erreichen. Hier ist ein Außenspiegel dran, klar. Fahrzeug braucht Außenspiegel und wir haben hier hinten noch Türen, wo weitere Feuerwehrleute drin sitzen können. Diese Türen gehen im Original von unten bis oben, haben hier diese Fenster. In Ordnung. Hier unten kann man es aufmachen, dort oben kann man es nicht aufmachen. Solche Türen mit oben Fenster, unten nicht und der Höhe haben wir nicht, kenne ich jetzt persönlich auch nicht in drei Breite. Wir haben es so gelöst, wir haben hier diese Tür. Man sieht es schön. Und wenn man es quasi bespielen möchte, müsste man dann halt dieses Teil mit rausnehmen. Und wenn man jetzt reinschaut, sieht man hier auch, ich mache mal hier drüben noch auf, sieht man hier auch zwei Sitzplätze. Es passen im Original natürlich mehr als insgesamt drei Personen hier rein, das ist mir klar, aber Minifigurenmaßstab, Breite von 6 Noppen, um in die Feuerwache reinzupassen. Besser haben wir es jetzt nicht hinbekommen. Ich finde, es ist ziemlich nah am Original. Und wenn man das hier wieder dran setzt, das ist ein ganz normaler 2x1, 2 hoch Panel in Trans Black. Und wenn man hier zumacht, sieht das, finde ich, doch ziemlich originalgetreu aus. Mit drüben auch wieder zu. So. Und jetzt hat das Fahrzeug, habe ich ja gesagt, jede Menge Ausrüstung. Und für diese jede Menge Ausrüstung gibt es hier natürlich jede Menge Klappen. Ich glaube, hier werden Schläuche angeschlossen. Aber ich bin, muss ich gestehen, selbst nicht aktiv in der Feuerwehr. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und wir haben hier jede Menge Material, jede Menge Gerätschaften. Dieser Typ hat, glaube ich, 1600 Liter Tank an Löschwasser dabei, hat 6x20 Liter Schaummittel dabei und 2x6 Kilogramm Löschpulver dabei, also für die unterschiedlichen Brandarten. Es lässt sich ja nicht jeder Brand mit Wasser löschen. Es gibt Brände, die sollte man tunlichst nicht versuchen, mit Wasser zu löschen. So ein Fettbrand beispielsweise ist eine ganz schlechte Idee. Und hier hängt einiges schön angebracht, ne? Schön befestigt, damit alles seine Ordnung hat. Und hier hinten hängt auch was dran. Das ist eine, laut meinem Kollegen Carsten, der sich damit auskennt, eine Einhand-Schlauchhaspel.
ist ein Schlauch aufgerollt, man kann das so hinter sich herziehen, man kann damit den Schlauch abrollen, Schlauch aufrollen, eine Einhand-Schlauchhaspel. Auch hier hinten gibt es noch diverse Gerätschaften. Hier ist ja, wie gesagt, hier ist ein Wassertank drin, hier ist eine Pumpe drin. Hier ist eine Pumpe drin, die pro Minute 2000 Liter Wasser aus einem Löschteich, aus einem Gewässer rausholen und auf die Schläuche verteilen kann. Also diese 1600 Liter, die hier drin sind, die reichen natürlich nicht für lange. Die sind zur ersten Brandbekämpfung da und idealerweise, und das trainieren Feuerwehrleute ja auch immer, wird von diesen Fahrzeugen aus, natürlich, es wird ein Hydrant verwendet, es wird ein Löschteich verwendet, wenn es einen gibt, es wird aus Gewässern Wasser entnommen, um halt den Brand länger bekämpfen zu können. Ihr seht ein Auto mit jeder Menge Klappen, mit jeder Menge Interieur, auch mit einer mehrteiligen Steckleiter auf dem Dach, wie es sich gehört. Und diese Fahrzeuge sind laut DIN-Norm mit allem Möglichen ausgerüstet. Dreiteilige Schiebeleiter, Sprungrettungsgerät, Pressluftatmer, Atemschutzüberwachungssystem, Schachtabdeckungen, Chemikalien, Schutzanzüge, Strom- und Beleuchtungsausrüstung, eine Tauchpumpe, eine Motorsäge, eine Säbelsäge und so weiter. Einiges drin. Unter anderem auch eine Rettungsschere, ne, um Fahrzeug aufschneiden zu können. Das sind ja Scheren, mit denen man dann tatsächlich so eine B-Säule eines Autos mit Hydraulik durchgesäbelt bekommt. Denn wenn so ein Auto einmal richtig sich irgendwo unter das Heck eines LKW geschoben hat oder so, dann ist mit Türen öffnen nichts mehr. Das geht dann nur mit schwerem Gerät und diese Fahrzeuge haben das schwere Gerät dafür. Sind Lebensretter und extrem wichtig. Ja, ihr seht, an dem Auto ist einiges dran. Jetzt muss ich gucken, ob ich das wieder hier so, ich glaube, das war so, ob ich das wieder so dran bekomme, wie es vorhin war. So, ja genau. An diesem Auto ist einiges dran, steckt einiges drin und ich mag allein diese Klappen schon. Wir haben hier eine Breite von 6 Noppen plus ein wenig Außenspiegel oder so. Ob sich hier drin ein Blue Brick versteckt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Falls wir Platz haben, haben wir einen eingebaut, aber wo kein Platz ist, lassen wir es weg, denn wir wollen ja, dass das Auto überall möglichst originalgetreu aussieht. Fassen wir mal zusammen. Wir haben ein HLF 20, ein Blue Brick Special, Set Nummer 101 306 mit 440 Teilen, Preis knapp 25 Euro, 21,5 cm lang inklusive Schlauchhaspel, 7 cm breit, 8 cm hoch. Komplexität, ich würde sagen, entspanntes Bauen. Die Bauanleitung findet ihr wie bei allen unserer Blue Brick Specials digital auf unserer Webseite. Entweder ganz unten bei so einer Übersicht, da findet ihr alle Anleitungen, wird natürlich immer länger diese Seite, oder auf der Produktseite. Ihr müsst nur registriert sein auf der Webseite, also angemeldet sein als Kunden, dann könnt ihr euch die Anleitung anschauen und runterladen. Auch wenn ihr das Set nicht kauft, ihr könnt euch auch erst die Anleitung anschauen, gucken, ob das was für euch ist, wie die Bautechnik ist und so und könnt dann sagen, ja, cool, nehme ich. Ihr könnt es auch aus euren eigenen Noppensteinen bauen, aus Dänemark oder sonst woher, das könnt ihr auch machen. Unsere Anleitungen sind kostenlos. Wir bieten dazu Noppensteine an. Das sind keine dänischen Noppensteine, das sind chinesische, die wir produzieren lassen. Deswegen sind unsere Sets auch eine gute Ecke günstiger als Sets dieser Größe, dieser Teilemenge aus Dänemark. Und diese deutschen Feuerwehrfahrzeuge, von denen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einige erscheinen werden, sind nicht unsere ersten Feuerwehrfahrzeuge. Nein, wir haben bereits im letzten Jahr eine Produktserie amerikanischer Feuerwehrfahrzeuge veröffentlicht, haben dazu auch Videos gezeigt. Ich werde mal einige verlinken. Hier hinten stehen einige, bis hin zu riesigen Tillerleiter, ungefähr so lang, Riesengerät. Das sind die Farben und ist die von der Beklebung her die Optik der FDNY, des Fire Department New York. Stickerbögen liegen bei diesen Sets bei, sehen aber auch ohne Sticker prima aus. Und bald wird erscheinen eine
schwarz-rote Variante. Ne? Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Chicagoer Feuerwehr. Und wo diese Sets hier noch modular aufgebaut waren, dass man verschiedene Fahrzeugfronten und Mitten miteinander verbinden konnte, was, wenn sie stehen, keinen Unterschied macht, aber beim Bewegen, beim Hochheben ein wenig instabiler ist, haben wir uns bei diesen Fahrzeugen davon verabschiedet. Das ist ein Block, das ist durchgehend, ist nicht mehr modular. Man kann sie trotzdem umbauen, wenn man das möchte, aber unsere Kunden haben gesagt, wir hätten sie lieber stabiler. Okay, sie sind stabiler, werden bald erscheinen. Und auch, was die deutschen Feuerwehrfahrzeuge angeht, wird es weitergehen bis hin zu kleinen Fahrzeugen wie diesem hier. Da freue ich mich ja drauf. Ich bin mal gespannt, herauszufinden, wie viel Liter Löschmittel da eigentlich drin sind. Ich glaube, da passt mehr rein als in den hier. Für heute war es das dann schon aus dem Noppenstein-Studio. Hinterlasst ein Like, falls euch das Video oder die Sets oder beides gefällt. Hinterlasst ein Abo, falls ihr noch keine Abonnenten seid. So wie das momentan aussieht, dauert es nicht mehr allzu lange und wir müssen ein 25.000 Abonnenten-Special machen. Ich weiß gar nicht, was wir da alles an Preview-Sachen zeigen sollen. Das 10.000 der Videos ist noch gar nicht lang her. Uns wird was einfallen. Drüben wird beispielsweise gerade der Lokschuppen aufgebaut. Riesending, muss ich euch dann zeigen. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben und Feuerwehrleute auch nicht. Vielen Dank für euren Einsatz. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr, zumindest noch mehr Noppensteine. Denn da können wir helfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.